Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within. Und jetzt wird das Spiel scheiße. Ist einfach eine Feststellung. Wir sind nämlich hier in einem Hospital. Psychiatrie, wie auch immer. Oh, und wir werden gesehen. Okay, hier ist wieder so ein Tentakulus. Mit dem werde ich klar. Was ist denn jetzt los? Ja, mach halt zu, ne? Ja! Nein, beiß mich nicht, Tentakeli! Ach, man braucht... Okay. Wenn die Tür aufgeht, wissen wir Bescheid. Ja, oder auch nicht. Doch. Da. Ich verbrauch doch jetzt meine ganze Muni wieder. Ah, supi. Die sind echt, also den finde ich ja mal ganz nicht so nett. So. Verbrennen wir auch mal und dann... Pam, der Doktor ist da. Ne, wir sind gar kein Doktor. Wir sind der Detective ist da. Hier ist noch ein Loch. Und Kinderpuppen. Und der Fernseher ist an. Hey, juhu. Muss ich mich gleich mal jucken. So. Wir schon so am Fernseher an den... Oh Gott, Kinder, das geht doch einfach. So. Türen gehen auch immer nach innen auf. Immer. Okay, das sind nur Schränke. Da glitzert noch irgendwas. Das ist jetzt aber die richtige Munition. Kriegen wir natürlich extra wenig, damit wir hier auch gar nicht vorankommen. Ja, komm, als ob der jetzt nicht aufspringt. Wir sind voll mit Medikits, das müssen wir ändern. So. Kann ich nicht einfach nochmal... Wenn ich ihn treffen kann, ne? Krankenhaus-Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarte gehörte einem Klinikmitarbeiter. Das Blut scheint von einem ehemaligen Besitzer zu stammen. Nicht von einem, sondern von seinem. Und ich weiß immer nicht, ob diese Geräusche jetzt Monster sind oder Musik. Und ich wette, ich fühle mich gerade sicher... Was ich nicht tun sollte, weil hier sicherlich... Puh, das war einfach. Noch so ein Fies. 1000 hat's gebracht. Hör zu, Stefan, hör zu. Alles gut, alles gut. Jetzt sollten wir hier durchkommen, was wahrscheinlich nicht gut ist. Ach, Licht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gib's mir. Gib's mir hier auch. Hallo! Hehe! Tschüss! Du kannst direkt wegbleiben. Ich bleib hier, ne? Ich komm danach. Irgendwann. Jetzt.
Wieso sieht dieses Spiel so gut aus? Das gefällt mir nicht. Gar nicht. Das kann man hier nicht anmachen. Nicht. Aber hier kann man das aufmachen. Oh, Munition. Sag mir nicht, ich bin voll. So. Das war aber auch wieder die falsche Munition. Die will ich doch nicht. Ja, der Raum ist auch schon scheiße. Tschüss, Tür. Ah, mir geht's so schlecht. Ah. Wingardium Leviosa! Ah, oh. Was? Ich glaube, wir gucken einmal durch jede Tür durch. Oh, ja. Nein. Oh, ich... Es gab so ein Monster in den Trailern, was mir nicht gefallen wollte. Ich glaube, wir fangen mal in der Jugend an. Das klingt irgendwie... Das ist nicht die Jugend. Der Tisch stand da vorhin nicht. Was jetzt? Pfeiltasten-Taste auswählen und drücken. Was? Eine Sonnenblume oder so eine eklige Blume? I'm sorry! Das habe ich nicht gewollt. Und dann habe ich auch nicht gewollt. Gieß mal weg, bitte. Nee. Kinder, ist das so nicht nett, sowas? So, für die Frauen. Na, Ladies. Wo ist denn der hin? Ist der weggegangen, bitte? Sag. Wir gucken jetzt nochmal hier durch und dann gucken. Also, pass auf, da steht ein Schreibtisch, ne? Ein Schreibtisch mit dem Mann in den Rollstuhl. So. Und jetzt ist da ein... Ja, gleich wieder, ne? Jemand tut Eulen. Oh, was können wir lesen? Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt! Er lügt seinen Sohn an, sein eigenes Fleisch und Blut, wie unverschämt. An einem besseren Ort? Dieser Heuchler... Dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder mal bestrafen, denn er hat uns unseren Vertrauen übel genommen. Was? Denn er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot! Eingabe, okay. Laura heult, so wie es aussieht. Dürfen wir jetzt wieder Menschen umbringen? Zahnrad oder Zahnrad so? Ja, was weiß ich denn? Jetzt nehme ich das und das ist wahrscheinlich trotzdem falsch. Ah! Soll das da oben so sein? Sieht irgendwie falsch aus. Ja, wupi. Ah, super. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen und ich verstehe jetzt gerade nicht, was... Was das jetzt, wieso, wo... Habe ich irgendwo einen Hinweis an den Wandbildern vielleicht einen Hinweis drauf gekriegt, welchen Schalter ich zu drücken habe? Ja, habe ich, tatsächlich. Super duper. Okay, verstehe. Also war es zweimal links. Ich hoffe, das bleibt von den Schaltern so. Ja, da war auch ein Hinweis. Tolle Wurst, Stefan. Hey, denk halt nicht nach. Musst du ja nicht. Ja, das haben wir gesehen. Vielen Dank. So, da ist nämlich die Sonnenblume. Da ist die Sonnenblume. Die drücken wir auch mal. Dann macht das Kababums. Und wir hatten Glück.
Und jetzt ist hier bestimmt noch was zum Lesen, was ich übersehen habe. Nee, aber du kannst mal ruhig sein. Schmackofatz. War das die richtige Tür? Ich möchte jetzt nicht zu den... Ja, das war sie. Geh da bitte raus jetzt. Zack, zack, komm. Bam, bada, bam. So, dann wir... Dann wählen wir jetzt bitte diese Tür aus. Aber natürlich langsam reingehen. Lesen brauchen wir nicht mehr. Ne, haben wir schon. Haben wir schon hingekriegt. So, jetzt dieses Zahnrad-Hinweis da vorne. Zahnrad ist dann dieses hier. Ah, da tut sogar vibrieren in dem Controller-Ding. Ne? So, kriegen wir wieder... Ach ja, guck mal, da sind tatsächlich so Stachelleinchen auf dem Boden. Die führen alle zu der Tür. Ich befürchte, da müssen wir jetzt gleich rein. Ach ja, Mensch, das ist ja richtig toll hier. Da freue ich mich ja. Ach, der lebt noch. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome, stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Also wir haben jetzt so eine Wurst und wir haben so eine Wurst mit Schwanz. Dann schauen wir mal, was für eine Wurst wir denn hier abgebildet haben. Da, Wurst mit Schwanz, da unten rechts. Oh Mann, und es lebt noch. Was macht ihr denn mit den Menschen? Jetzt lebt es nicht mehr. Ich glaube, das tut ganz schön weh. Du. So, und ich bin mir sicher, wir kriegen jetzt eine neue Tür. Nicht. Oh, das Bolzensymbol. Raum gerade besser. Ich möchte hier nicht lang. Aber wenigstens 1000 Erfahrungspunkte, Fläschchen. Also nicht Erfahrungspunkte, sondern Upgrade-Punkte. Oh, hallo. Joseph. Ja, zieh ich mal in diesen Hebel. Das wird sicherlich... Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hergebracht. Hab ich nicht? Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an... an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ja, ich... Oh. Joseph! Joseph, lassen wir ihn mal kurz liegen. Partner heilen. Halte A. Heil gesundheit, ja. Schon viel besser. Was verbraucht das jetzt bitte? Ich hab's nicht lesen können. Irgendwas verbraucht das. Irgendwas Cooles. So, was ist denn das hier für ein Luftkissenboot? Irgendwas nicht so Cooles. Ja, Partner, dann komm doch mal mit. Was hältst du denn davon? Huste mal nicht, sondern wir gehen wir jetzt hier. Wir müssen hier raus. Ja. Pam, Kinners. Gegner werden durch laute Geräusche wie eingetretene Türen alarmiert.
Ja, super. Und jetzt haben wir hier so einen Scheißpartner, der Türen aufmacht, mich wahrscheinlich alle 3 Sekunden erschreckt und eine eigene Gesundheitsleiste hat. Aber er hat eine Waffe. Finde ich ja nice. Joseph, bitte bleib das ganze Spiel bei mir. Joseph, bitte komm ganz schnell wieder zurück. Halt die Augen auf. Ja, Joseph, geh. Baby, komm hier hin. Das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Joseph, wo auch immer du bist, du brennst. Ernsthaft? So einfach. Oh. Ja, cool, Joseph hilft mir voll gut. Der trifft zwar nix. Na gut, doch. Ach, der lebt ja immer noch. Joseph! Was machst du denn hier? Ich kann ihn heilen, brauche ich aber nicht. Was verbraucht denn, was verbraucht es? Ich muss mir das gleich im Video nochmal kurz angucken. Bevor ich jetzt hier, wer weiß, was mache. Ach, hier hätte ich mich verstecken können, oder was? Und Leichen verbrennen. Und Schränke öffnen. Hey, das kann ich ja gebrauchen. Gib's mir. So, und gleich kommt ein Schocker. Ich sehe es schon. Ich sehe es kommen. Ich rechne fest damit. Ich wusste gar nicht, dass man die Schränke hier auch aufmachen kann, um Sachen rauszuholen. Ich glaube, da habe ich vieles übersehen. Dachte, das wäre mal nur zum... Ich habe mich nicht erschreckt. Das war nämlich, habe ich vorher gesagt, dass das passieren würde. Habe ich das gesagt. Habe ich trotzdem erschreckt. Scheiße. Wo ist Joseph? Jetzt geh halt. Joseph ist doch da. Die Schatten sind auf meinem Computer noch etwas scheiße, aber macht nichts. Ich kündige es an und erschreck mich trotzdem. So, jetzt sind doch hier bitte alle weg, oder? Keine Sonderwünsche, perfekt. Ich genieße gerade ein bisschen die Stille. Aber die Stille heißt in Horrorspielen nie etwas Gutes. Wo ist Joseph? Josie? Josie Mosey? Darling? Kommst einfach mal mit? Wer ist denn damit? Kommt der immer nur, wenn Action ist, oder was? Wenn du mich gleich erschreckst, blöder Joseph. Ah, so. Hätte dich jetzt nicht tun sollen. Habe ich aber getan. Und anscheinend auch nicht. Aber das ist mir jetzt schon zu lange zu ruhig. Das macht mir jetzt ein bisschen... bisschen fertig. Ich würde den gerne anschließen, aber das ist mir zu wertvoll. War jetzt fest der Überzeugung, dass der losspringt. Aber er ist eh erhangt. Er kann ja nicht. Er hängt. Ah, da ist Joseph. Hallo. Und ich habe mich nicht erschreckt. Schön. Ich bin gerade immer noch ein bisschen schockiert wegen dem einen Schocker gerade. So, und ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal an, was denn da unten wieder für ein Scheiß auf uns wartet. Bis dann. Tschüss.